Denn wer kennt das nicht? Die ganze Wohnung liegt voller ungenutzter, riesiger Stahlklötze, welche vor sich hin rosten. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mit dabei ist der Timcast. Hallöchen. Und wir spielen hier gerade Quakecraft auf dem Hypixel-Server. Und wie schon in der letzten Videoreihe versprochen, wie schon in dem letzten Video besprochen, haben wir uns etwas für euch ausgedacht, was euch gut unterhalten sollte. Und vielleicht wird daraus auch eine kleine Videoserie, aber was das ist, seht ihr gleich. Zuerst noch ganz kurz von weg. Bitte lasst doch gerade dazu, wenn ihr das Video fertig geschaut habt, eine Bewertung da oder schreibt auch ein paar Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet, weil dann sehen wir auch, ob euch das Ganze so gefällt und wir daraus vielleicht eine kleine Serie machen. Und genau. Zwar geht es um verdammt teure Produkte bei Amazon. Und zwar nicht nur das, es sind sehr interessanten Rezensionen. Es sind auch sehr interessante Produkte vor allem. Und ich würde sagen, der Tim, der fängt auch gleich an. Tim, was möchtest du denn uns heute vorstellen? Ich habe heute mal das Wenger Schweizer Offiziersmesser Giant Messer mit Schatulle. Mit Schatulle möchte ich sagen. Mit Schatulle, das ist ja mal echt der Hammer. Ja, das ist richtig schön. Okay. Mitgebracht. Das ist gerade heruntergesetzt auf 777 Euro. Also bei vier Jahren Garantie. Wie viel hat es vorher gekostet? 1228. Boah, das ist echt ein riesen Ersparnis, muss man schon sagen. Von 37%. Vor allem eine kostenlose Lieferung. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist sowieso, wie die dieses Ding mit Schatulle kostenlos noch liefern können. Das ist wirklich der Hammer. Das muss man einfach so sagen. Da hast du jetzt auch gar kein Recht zu lachen. Das ist einfach der Hammer. Okay, gut, ja, dann würde ich sagen, fang du einfach mal mit der Rezension an. Und lese sie einfach mal vor. Okay. Ich blende hier mal so zwischendurch so ein kleines Bild von dem Schnuckelbuckel rein, von diesem kleinen, süßen, multifunktionalen Taschenmesser, was ein bisschen mehr auf den Alltagsgebrauch ausgelegt ist als dieser ganze Standardkram. Ja. Genau. Also, von Günther Hetzer. Viele Features, aber nicht alle sind durchdacht. Ich besitze dieses Stück seit etwa einem Jahr und habe es seitdem täglich bei mir. Bei der Bestellung sollte man allerdings darauf achten, dass man mit der Schwerlastspedition ausmacht, wo sie es hinliefern. Bei mir haben sie es einfach in den Garten gestellt. Gartenhäuschen und Zaun waren gleich ruiniert. Vom Handling her ist es echt gut. Allerdings muss man auch einige Kompromisse eingehen, aufgrund der Kompaktheit. So ist es bei mir der U-Bahn-Tunnelbohrer. Bei aufregendem Startgeröll gerne mal aus der Verankerung gesprungen. Außerdem hätte ich mir gerne auch einen variablen Bohrkopf gewünscht. 6,35 Meter Durchmesser ist für ein Loch nun mal sehr knapp bemessen. Mit dem Spiegelteleskop bin ich auch nicht zufrieden. Statt einer in dem Handbuch versprochenen Sichtweite von 8 Milliarden Lichtjahren ist aufgrund der kompakten Bauweise des Spiegels von nur 5 Meter, also 5 Meter ist ja gar nichts, gerade mal 5,5 Milliarden Lichtjahre nötig. Das geht echt gar nicht. Ein Anruf beim Service brachte keine Klarheit. Nee. Stattdessen wurden mir Bedienfehler unterstellt. Geht gar nicht. Die mobile Disco ist allerdings ein Highlight. Die 16 2000 Watt Boxen sind perfekt auf den bis zu 500 Leute passenden Saal abgestimmt. Einzig die Brandschutzmaßnahmen sind nicht ganz okay. Die 700 Disco-Lichter sind nicht GS geprüft. Und die Notausgänge nicht gut ausgeschildert. Da sollte der Hersteller nachbessern. Der Pizzasteinofen ist recht solide gemacht. Nur der Dunstabzug hätte bei bis... Warum lachst du denn? Das ist eine total ernst gemeinte Rezension. Ich weiß auch nicht. Ja, also der Dunstabzug hätte bei bis zu 12 Pizzen gleichzeitig etwas großzügiger ausfallen können. Also bitte, genau. Wirklich, ja. das geht gut, nicht. Gell? Also... Also, 12 Pizzen sollte man schon backen können, ja. Schon. Und es geht ja noch weiter. Sehr gut finde ich die mobile Bushaltestelle. Das Aufstellen vor der Haustür erspart mir viel Laufarbeit und der Bus fährt nie wieder einfach mir vorbei. Die Spaghetti-Gabel allerdings ist erkennbar zu Gutten gebergt worden und orientiert sich deutlich am gleichnamigen JPS-Gimmick, inklusive gleiche Macken. Das geht deutlich besser. Der begehbare Bierkühlschrank ist natürlich ein Zugeständnis an die Männerwelt. Und ja, er ist großartig. Einzig die zu kleine LKW-Zufahrtsrampe stört den Genuss, wenn diese mal leer ist. Ja, verstehe ich auch nicht, wie man da, also in so einem Taschenmesser keine Zufahrtsrampe für den LKW. Das ist schon, also irgendwo muss man schon mal ein bisschen, also Qualität, ich meine, das ist nicht durchdacht. Das ist einfach nicht gut durchdacht. Der Zeppelin ist ein empfehlenswertes Feature und ich kann jedem raten,
statt den Heißluftballon zu bestellen. Aufgrund des hohen Eigengewichts des Giant kommt der Ballon bei einer Zuladung von 6 Leuten sehr ins Schwitzen und die Glasbrücke ist schnell aufgebraucht. Das geht mit dem Zeppelin deutlich besser. Ansonsten fehlen mir nur noch eine eingebaute Atomuhr. Das hat die Konkurrenz schon längst. Wer mit den genannten Schwächen leben kann, den kann ich ansonsten dieses gute Stück wärmstens ans Herz legen. Oh, der Hammer. Also ich glaube, das ist Teil, das bestelle ich mir. Alleine schon wegen dem begehbaren Kühlschrank. Also ja, ich weiß, Bierkühlschrank. Ich persönlich finde es ein bisschen monofunktional. Echt? Es hat schon ein bisschen wenig Funktion, muss man schon sagen. Also da ist die Konkurrenz schon besser. Aber also klar, ich weiß nicht. Ich meine, alleine die mobile Disco, ich bitte dich. Die mobile Disco. Komm schon. Hat sowas die Konkurrenz? Okay, die Konkurrenz, die hat vielleicht eine mobile Disco mit GS-geprüften Lichtern, aber doch nicht so eine große. Mit 16.000-2.000 Watt Lautsprechern. Ich bitte dich. Total. Ich meine, GS-geprüft, da muss man natürlich immer drauf zahlen, ne? Echt? Das ist halt. Find ich blöd. Ja. Okay. Find ich auch, also man kann wahrscheinlich damit keine öffentlichen Veranstaltungen machen, ne? Wenn das wahrscheinlich nicht draufsteht. Okay, das ist natürlich schade. Also wir haben da auch keine GEMA-Lizenz drin. Okay. Das ist auch blöd, ja. Nee, gut. Schade. Aber vielleicht trifft ja das nächste Produkt unseren Geschmack ein bisschen besser. Und zwar ist das die wundervolle CNC-Fräsmaschine Opti F100CC-CNC. Und das ganze Teil sieht so aus, also das blende ich euch hier natürlich ein. Wir haben eine Spindelaufnahme BT40, eine Spindeldrehzahl 100 bis 8000 Umdrehungen die Minute. Nein. Und eine Tischgröße von 280 x 160 mm. Das ist halt dieser Tisch, wo man dann fräsen kann. Der Motor hat eine Leistungsaufnahme von 12 Kilowatt und 400 Volt. Und was kostet das gute Stück? Das gute Stück kostet 52.000 Euro etwa, ne? Okay. Und das Ganze wiegt etwa 1700 Kilogramm. Ist also echt ein ziemliches Leichtgewicht und passt natürlich in jedes Wohnzimmer. Ein Leichtgewicht unter den CNC-Fräsmaschinen, genau. Auf jeden Fall. Also unter den CNC-Fräsmaschinen schon. Gut. Okay. Schauen wir uns mal eine Rezension hiervon an. Von TCHLP. Mit dem Titel Eine lohnende Investition. Nach anfänglichem Zögern, da der Anschaffungspreis dieses Gerätes doch etwas hoch ist und ich Angst hatte, ich würde die Fräse ähnlich dem teuren Entsafter, welcher jede Schalt ja nur einmal das Tageslicht erblickt, nur selten aus dem Schrank holen, habe ich doch zugeschlagen und ich muss sagen, Daumen hoch. Denn wer kennt das nicht? Die ganze Wohnung liegt voller ungenutzter, riesiger Stahlklötze, welche vor sich hin rosten. Das hat nun ein Ende. Im Handumdrehen haben Kisten voller Späne ihren Platz eingenommen. Die 90 Quadratmeter Wohnfläche hatten schlagartig ein viel heimischeres Ambiente. Was in der Beschreibung noch nicht erwähnt wurde. Das gute Stück ist multifunktional einsetzbar. Bei ruhendem Betrieb nächtigen unsere Meerschweinchen und Hamster im Bearbeitungsraum und dank der integrierten Wasserdüsen zur Werkstückkühlung kann man sich darin morgens auch mal die Haare waschen, falls das Bad noch besetzt ist. Und für alle Kaffeetrinker, dank der flotten Drehzahl von 8000 Umdrehungen die Minute, lässt sich super einfach die Milch für den Frühstücks-Cappuccino aufschäumen. Zum Abschluss habe ich auch noch einen kleinen Geheimtipp. Aufgrund der Größe der Maschine haben bis zu 15 Personen gleichzeitig Platz, Eier an den Seitenkanten aufzuschlagen. Einzig und allein die Geräuschentwicklung ist etwas hoch, aber wenn man die Kinderzimmertür zumacht, ist der Lautstärkepegel in der restlichen Wohnung gut hinnehmbar. Ja, ich würde sagen, CNC-Fressmaschine, die hole ich mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, die hat auch viel bessere Rezensionen, muss man schon echt sagen. Eine habe ich noch, und zwar... Okay. Leider eine negative. Ich meine, man muss ja immer beide Seiten betrachten. Ja, für einen, also für Cihandra, ist sie leider zu gefährlich. Und Cihandra schreibt, ich habe mich durch die vielen guten Rezensionen zum Kauf hinreißen lassen. Ich wollte die Maschine für alltägliche Arbeiten wie die Herstellung einer Luftbodenrakete, einer Diamantpresse oder eines kleinen Atomkraftwerkes benutzen. Also eigentlich nichts Besonderes. Jedoch schon beim Fräsen der Turbinenschaufel für meinen Privatjet. Mein erstes Projekt brach mir der Fräser ab. Da kann jetzt der Hersteller der Maschine nichts für, aber es hätte ein Hinweis in der Beschreibung sein müssen, dass der Fräser auch abbrechen können hätte. Okay. Ja, das steht da. Das ist ein bisschen Rechtschreibfehler in einem Text. Ich habe dann ein neues Werkzeug genommen, größer und nochmal angefangen. Dieses Mal hielt der Fräser, aber die Turbinenschaufel wurde aus ihrer Befestigung, Klammer, Superkleber mit zusätzlich Tesafilm, herausgerissen und drehte für ein paar Sekunden 8000 Mal
die Minute, bevor sie dann mit reichlicher Energie durch das Sichtfenster schoss und meinen Wohnzimmerschrank stark beschädigte. Ich habe jetzt Angst vor dieser Maschine und träume schlecht. Die Maschine benutzen wir seitdem zusammen mit einem abschließbaren Kran als Diebstahlsicherung für unsere Fahrräder, die im Innenhof stehen. Einfach das Fahrrad abstellen und die Maschine mit dem Kran auf das Fahrrad absenken, das klaut dann keiner mehr. Alles in allem gebe ich 2 Punkte, einen dafür, dass ich endlich den hässlichen Wohnzimmerschrank los bin und den 2. für die Benutzung als Diebstahlsicherung. Gut, also Das ist natürlich definitiv verständlich, dass man da schlecht träumt. YOLO. Definitiv, also ich muss mir auch ein paar Luftbodenraketen herstellen. Geil. Einfach geil. Also, ich kaufe mir die trotzdem, trotz dieser 2-Sterne-Bewertung. Ja, ich gut. Also ich würde dann mal ich sagen. Ich denke, ich werde mal mit einem Atomkraftwerk anfangen, so klein. Mit einem Atomkraftwerk, nee, also ich finde Luftbodenraketen irgendwie schon besser. Ja. Mhm. Wir sollten uns zusammentun und eine kleine AG aufmachen. Sollten wir? Die CNC-Fräsmaschinen-AG. Ich bin der Besitzer einer CNC-Fräsmaschine. Genau. Okay, ja. Selbsthilfegruppe. Hast du noch was? Hab ich noch was? Ich hab immer skurrile Dinge. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Wie gesagt, wir freuen uns über eine Bewertung, um zu sehen, wie euch das Ganze hier gefällt. Und solltet ihr Verbesserungsvorschläge haben, über Kommentare. Und würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.